Schön, Richard Freitag, dass du da bist. Ich habe mir letztens ein Interview von uns beiden angeschaut, am 3. Oktober in Klingenthal. Und entweder hatte ich einen siebten Sinn oder ich war nicht ganz beieinander, als ich dir eine goldene Brücke gebaut habe und dir einen super Winter vorausgeschaut oder gesagt habe. Da hast du mich angeguckt, so nach dem Motto, naja, der redet viel, wenn der Tag lang ist. So richtig geglaubt hast du mir das nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, das war die Hoffnung. So sicher war ich auch nicht. Die Frage, die jetzt kommt, die hast du schon zigmal bekommen. Ich muss sie trotzdem stellen. Geh mal davon aus, wir haben alle keine Ahnung, die jetzt zuschauen. Was ist mit dir geschehen zwischen dem 3. Oktober und dem Start des Winters? Das müsst ihr aber nehmen. Ja, ich habe ja schon gesagt, also damals auch glaube ich, dass die Herbstphase so ein bisschen meine Zeit immer ist, wo ich gut trainieren kann, wo ich einfach meine Sachen meistens dann wieder beisammen habe. Im Sommer tue ich mich einfach irgendwie ein bisschen schwerer, ich weiß nicht warum. Und die Herbstphase, wie gesagt, konnte ich gut nutzen. Also ich habe gut trainiert und konnte daher, glaube ich, auch sehr viel in die richtigen Wege und Bahnen leiten und ja, da steht ein gutes Team dahinter und ist gut, dass es Dieser so funktioniert hat. Ortswechsel hat sicher auch eine Rolle gespielt. Ja? Denn man sagt ja, neue Besen kehren gut, neue Impulse sind andere Impulse. Ja, gut, also zu dem Zeitpunkt Klingenthal war ich ja dann schon in Oberstdorf, aber es spielt schon eine Rolle irgendwo. Aber ich denke immer gar nicht, dass das so der ausschlaggebende Punkt ist, dass ich jetzt da unten bin oder ja, sondern ich sehe das mehr als Folge eigentlich schon als Zeichen dafür, dass sich irgendwas geändert hat, einen Schritt in die Richtung zu gehen. Die Entscheidung muss ja vorher fallen. Ob das dann der richtige Weg ist, weiß man sowieso immer erst Das ist hinterher. richtig. Du hast eine, aus meiner Sicht, eine super Familie. Dein Papa ist ein sehr anerkannter Arzt, Orthopäde. Die Mama ist, glaube ich, OP-Schwester. Ja. Die Selina ist im Moment in Candlestick bei den Juniorenweltmeisterschaften. Dein Bruder Christian ist Geschäftsführer vom Wintersport oder WSV Oberwiesenthal. BSC. Ja. Ich glaube, deine Familie spielt in deinem ganzen Dasein doch eine ziemlich große Rolle. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, Familie ist für mich ziemlich wichtig, sehr wichtig und sind irgendwo die Wurzeln und mit denen ist man groß geworden. Ich glaube einfach, dass das für jeden extrem wichtig ist, dass er weiß, wo er herkommt und wo er auch ja, wachsen und gedeihen kann. Von dem her ist es, glaube ich, ja. Vielen Dank. Nein, Rich, das fällt mir einfach auf hier. Ja, das ist nicht überall so. Es hat nicht nur etwas damit zu tun, dass Papa und Mama eben auch in Garmisch-Partenkirchen sind oder in Oberstdorf sind oder da sind, auch dann in Plandesal sein werden. Das ist das eine. Aber dieses sich aufeinander verlassen und um Rat fragen, trotzdem aber sehr selbstständig zu sein, das fällt auf. Ja, ich glaube, das ist einfach, wir sind eine sportbegeisterte Familie und im Dein Sport ist es Vater so, war auch Springer, hat einen Weltcup gewonnen. Ja. ja, die Mama hat auch ja, in die Richtung so Leichtathletik, Turnen und sowas früher gemacht und ja, Aerobic und also wirklich auch einfach den Sportsgeist oder die Bewegung, die Liebe zur Bewegung ist, glaube ich, einfach in der ganzen Familie und aber zudem ist ja nicht einfach nur so, dass du Sport machst, sondern du musst eben deinen Kram nebenher auch managen. Und ich glaube, so ist das einfach mit reingewachsen. Ich war vor 14 Tagen war ich in Oberwiesenthal zu den sächsischen Jugendspielen. Und da habe ich deinen Bruder kennengelernt, auch ein richtig guter Typ. Und der sagt, der Ritsch ist jetzt so stabil, den wirft nichts aus der Bahn. Das ist natürlich eine Bemerkung, die kann heute stimmen, muss morgen nicht mehr wahr sein. Ja, das ist so die Hoffnung wieder, die du Ja, ansprichst. ja. Das ist, ja, woher soll man das wissen? Wenn man alles wissen würde, würde man alles vorbereiten. Ich bin, denke ich, gut vorbereitet, so viel kann ich sagen. Aber ob dann Situationen kommen sollten oder können, die mich trotzdem aus der Bahn werfen,
Das ist genau sowas, das weiß man erst hinterher. Der Sturz in Innsbruck, sag mal, wenn der vor einem oder vor 2 Jahren so passiert wäre, ist hypothetisch, ist Theorie, hättest du den genauso weggesteckt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil jetzt ist diese brutale Stärke des Kopfes, spielt natürlich auch eine Rolle. Da wird der Schmerz, der wird entgegengenommen, aber den bekämpfst du, dem begegnest du und du sagst, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche und dann bin ich wieder da. So ist es. Also das war sehr wichtig für mich, einfach die Leute im Team zu haben, auch mit dem Marc. Der sagt, okay, Dorfmüller. Unser Teamarzt, einfach einen Weg vorgibt und der wird dann gegangen, mehr oder weniger. Und dann habe ich viel physiotherapeutische Unterstützung gehabt mit der Caro, die damals auch bei uns war, die einfach mich schon kannte, auch wenn es jetzt ein bisschen her ist, aber der Kontakt besteht weiterhin. Und das ist genau wieder der Rückhalt, den man irgendwo braucht. Dann hat man Familie, Freunde, mit denen man drüber reden kann. Okay, abwägen, wann ist wirklich notwendig, wieder einzusteigen oder wann, ja, wie sieht's aus? Weil der eigene Drang ist ja immer da, wieder einzusteigen und einfach zu sagen, hey, würde schon gern wieder. Aber dann muss man sich trotzdem die Zeit lassen und aber dann eben auch nicht zu spät einsteigen. Von dem her war es, glaube ich, so gut, wie es war. Die Saison, natürlich ist sie noch nicht gelaufen, aber die Saison geht nicht mehr kaputt aus deiner Sicht. Dazu bist du schon zu erfolgreich gewesen. Ich habe dich auch rechtzeitig in meine Talkshow nach Berlin eingeladen. Ich sage, ganz egal, was in Korea passiert, der Rich hat eine super Leistung abgeliefert. Und jetzt steht Korea vor der Tür. Ja, natürlich. Die Erwartungslage, die man legt, die steht einfach. Ja, das breite Publikum sagt, der Freitag. Der muss eine Medaille machen. Er muss gar nichts, aber er will natürlich. Ja. Bei wie vielen Themen sagt man irgendwo, dass irgendwas sein muss? Gestern habe ich so ein bisschen nebenher, dann als wir im Hotel waren, ein bisschen Radio gehört, da kam Fußball, ich glaube erst FC Köln gegen Dortmund. Genau. Da war dann eine Szene, die habe ich noch so, das muss doch eigentlich, das ist ein Pflichttor in dieser Situation. Irgendwo war da, ich weiß nicht genau, aber es war ziemlich am Anfang, wo ich so sage, woher will derjenige das in dieser Situation wissen? Niemand ist in der Lage von dem Spieler und genauso von mir. Und die Erwartungshaltung ist klar hoch. Ist ähnlich wie es vor der Tournee war, wenn man das so will. Ja. Und ich nehme mir der auch an. Aber ich habe so ein bisschen meinen eigenen Geist, wo ich sage, es steht für mich anderes im Vordergrund. Ich war schon bei den Olympischen Spielen. Habe auch schon andere Situationen durchlebt, wo ich in guten Situationen war. Aber ich habe einfach gemerkt, du kannst nicht alles planen. Und das Wichtige für mich da drüben wird einfach sein, das zu genießen. Das klingt für den Außenstehenden, ein bisschen genießen, das Beste machen, was man kann. Aber es ist einfach so. Das ist irgendwo Sport. Und ich glaube, es ist auch das, was jeder begreifen sollte, der jetzt nicht unbedingt 100% nah dran ist. Aber es ist einfach... Ja, das ist das, was Sport ausmacht, Zusammenkommen von Gleichgesinnten. Rich, das ist ja schon fast ein Interview mit philosophischem Hintergrund. Ich habe das von deiner Familie gesagt, was mir weiterhin imponiert und das kommt rüber, das ist diese innere Gelassenheit. So, du könntest fast ein Buddhist sein, so nach dem Motto, es kommt sowieso, was kommt, ne? Aber ich nehme das an. Das ist eine deiner Stärken. So, und zum Schluss, da bin ich gebeten worden, das Bärtchen ist keine Modeerscheinung. Das hat einen Hintergrund. Ja, es ist grundsätzlich entstanden mit dem Movember, quasi wirklich für die, wo darauf aufmerksam gemacht wird, für die Männergesundheit. Dann später war es so, dass Freunde von mir sich sozusagen in Vollbart entweder abrasiert haben und nur den Schnurrbart stehen lassen haben oder eben extra den Schnurrbart stehen gelassen haben. Wachsen lassen haben und das ist dann so zu einer, weiß nicht, zum fast Hype geworden, dass ich sage, das war nochmal mehr Werbung für den Sport, für den Skisport. Das ist unglaublich, das ist der Hammer. Ja. Und ich finde es einfach cool, wie man mit Kleinigkeiten irgendwo begeistern kann. Und wenn dann gestern standen Super Mario und Luigi an der Schanze mit Schnurrbart, ich fand es einfach cool und
ja, der bleibt dran. Du, stell dir mal vor, du wirst Olympiasieger. Kommst du dann nach Berlin mit Vollbart? Ich glaube, das wird nichts. Na ja, man braucht ein bisschen Zeit, aber das wird schon. Kann ich mir dann auch nur anmalen. Ja, ja. Richard, ich bedanke mich sehr. Du hast auch gemerkt, das war irgendwie ein Interview, vielleicht ein bisschen anderer Art. Ja? Aber ich möchte gern, dass Richard Freitag auch in seinen Schattierungen irgendwo gesehen wird und nicht nur diese banalen Fragen an der Schanze, wie fanden Sie Ihren Sprung? Ja, mein Gott, nochmal, ja, wie fand ich ihn denn? War er weit oder war er nicht weit hier? Ja, eins von beiden. Ich wünsche dir, dass nichts passiert, dass du gesund bleibst, dass du stabil bleibst und ja, du änderst dich sowieso nicht. Außerdem musst du dich nicht ändern. Das ist gut so, wie du bist. Vielen Dank. Mach's gut, Rich. Danke.